Zellenschlüssel von der Hauptfinale. Ja. Da kommt ein Stift durch und dann kannst du drehen. Ja, kann man als alles kreieren. Schönen guten Tag. Willkommen heute am 3. Oktober hier in der Zionskirche in Berlin. Schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Wir fangen heute an mit der Vernissage von Dieter Zander. Sehr geehrte Gäste, anlässlich der diesjährigen Ausstellung der Zionkirche mit dem Motto Widerstandsräume friedlicher Revolution in Zionkirche wird heute am 3. Oktober 2014, 24 Jahre nach der zumindest vertraglichen Einigung des Landes und der Stadt, eine Ausstellung des Künstlers Dieter Zander eröffnet. Dieter Zander wird zur Situation in der DDR unter anderem auch stark geprägt vom Existenzkampf der Mutter, der in uns erbrechliche Treue in den Krieg geblieben war. Sehr schön. Das war mir jetzt noch ein bisschen. Wir haben ja nicht viel.